بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Meine lieben Geschwister, wir wollen inshallah ta'ala heute weiter nach Surat al-Mulk. Wir werden versuchen, sie heute abzuschließen, inshallah ta'ala, auch wenn es ein längerer Abschnitt ist. Aber ich werde versuchen, inshallah ta'ala, heute diese edle Sura dann auch abzuschließen. Wir werden dann nicht zu sehr ins Detail gehen, inshallah ta'ala. Und wir hatten bisher zwei Teile gehabt, diese gesegneten Sura. Aufgezeigt gehabt, dass es sich hierbei um eine mekkanische Sura handelt. Eine Sura, welche den Menschen im Grab hilft und Fürsprache macht für die Menschen. Eine Sura, in der Allah subhanahu wa ta'ala auf die Beweise für die Wahrhaftigkeit dieser Religion eingeht, für die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala eingeht, einmal indem der Mensch aufmerksam gemacht wird auf die vollkommene Schöpfung dieses Universums und gleichzeitig auch darauf aufmerksam gemacht wird, dass Propheten gesandt wurden, welche den Menschen ganz genau aufgezeigt haben, warum sie erschaffen wurden und was der Sinn und Zweck ihrer Existenz ist. Und wir haben ausführlich darüber gesprochen und diesen Abschnitt abgeschlossen mit diesem Dialog zwischen den Höllenbewohnern, möge Allah uns davor bewahren, zu ihnen zu gehören, und zwischen den Engeln dann in der Hölle, wo am Ende dann daraufhin die Höllenbewohner eingestehen werden, dass zu ihnen ein Warner gekommen ist und dass, wenn sie verstanden hätten und wenn sie gehört hätten, sie niemals zu den Hölleninsassen gehören würden. قَالُوا بَلَى. Sie werden sagen, ja doch, قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ. Zu uns kam bereits ein Warner, فَكَذَّبَنَا. Aber wir haben ihn der Lüge bezichtigt. وَقُلْنَا. Und gesagt, مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. Allah hat nichts offenbart. In antum illa fi dalalin kabir. Ihr befindet euch nur in großem Irrtum. وقالوا. Und die Höllenbewohner werden weiterhin sagen, und sie werden sagen, لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Hätten wir gehört und begriffen, wären wir nun nicht unter den Insassen der Feuerglut. Das ist der Abschnitt, den wir dann auch abgeschlossen haben. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala über die Hölleninsassen gesprochen hat, geht er, wie es immer wieder auch im Koran geschieht, auf das Gegenteil ein, nämlich die Paradiesbewohner, diejenigen, die glauben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt jetzt auf, was sie erwarten wird, und er hebt gerade in dieser Sura eine ganz bestimmte Eigenschaft dieser Gläubigen hervor. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes, um jetzt diesen neuen Abschnitt dann zu beginnen, ab Vers Nummer 12. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Gewiss, diejenigen, die ihren Herrn im Verborgenen fürchten, für sie wird es Vergebung und großen Lohn geben. Das ist eine Ayah, in der Allah subhanahu wa ta'ala über dich spricht. Allah ta'ala, er redet in dieser Sura nicht mehr über die Gläubigen, sondern nur in dieser einzigen Ayah. Aber er hebt hier eine ganz besondere Eigenschaft hervor. Und zwar die Eigenschaft der Khashiyah. Die Eigenschaft der Khashiyah. Der Ehrfurcht gegenüber ihrem Herrn, obwohl sie ihn nicht sehen. يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ. Sie fürchten ihren Herrn im Verborgenen. Was heißt das? Das Verborgene, Al-Ghayb, ist das, was ich nicht sehen kann. Es gibt Alam Al-Ghayb und Alam Al-Shahada. Es gibt Alam Al-Ghayb und Alam Al-Shahada. Das sind zwei sich gegenüberstehende Begriffe. Alam Al-Ghayb ist die Welt, die im Verborgenen liegt, die ich nicht sehen kann. Alam Al-Shahada ist die Welt, die ich sehen kann, also das Materielle, was ich sehen kann. Und
Der Muslim ist derjenige, der Alam al-Ghaib so stark verinnerlicht hat, dass es sich auswirkt auf Alam al-Shahada, auf das, was er bezeugen kann. Er sieht zwar Allah subhanahu wa ta'ala nicht, er kann das Paradies nicht sehen, er kann die Hölle nicht sehen, aber er lebt so, als würde er sie erblicken können und handelt demnach und hat Ehrfurcht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Eigenschaft, die Allah ta'ala hier hervorhebt, wird durch unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam als die Stufe des Ihsan bezeichnet. Die Stufe des Ihsan. Wie hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Ihsan definiert? Wir haben das schon oft gehabt. Wie hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Ihsan definiert? Dass wir Allah so anbeten, als ob wir ihn sehen würden, auch wenn wir ihn nicht sehen. Dann? Sieht er uns, genau, dann wissen wir, dass er uns sieht. Ein ta'bud Allah ka'annaka tarah. Dass du Allah anbetest, als könntest du ihn sehen. Und wenn du ihn nicht siehst, so weißt du, dass er dich sieht. Und wir haben schon öfters gesagt gehabt, dass es sich hierbei um zwei Stufen handelt. Wie nennen wir diese Stufen? Zwei Stufen. Es sind beides Stufen des Ihsan. Aber die eine ist nochmal höher als die andere. Der Prophet sagt, أن تعبد الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. Dass du Allah dienst, als könntest du ihn sehen. Wie nennt man diese Stufe? مقام المشاهدة. مقام المشاهدة. Die Stufe des Bezeugens. Also es ist für mich so, als könnte ich Allah sehen. Als könnte ich das Paradies sehen. Als könnte ich die Hölle sehen. Und die Stufe, die darunter ist, ist Maqam al-Muraqaba. Die Stufe des Beobachtens. Also ich weiß, dass Allah mich sieht, auch wenn ich nicht das Gefühl habe, ihn sehen zu können. Aber ich weiß, er sieht mich. Und beides führt zu was? Beides führt zu dieser Eigenschaft. Al-Khashya. Al-Khashya bil-Ghaib. Dass ich Allah fürchte im Verborgenen. Ich kann ihn nicht sehen, aber ich fürchte ihn trotzdem, weil ich weiß, er sieht mich. Oder ich bin sogar so weit, dass ich das Gefühl habe, ich könnte Allah subhanahu wa ta'ala sehen. Das ist die Eigenschaft, die hier subhanahu in dieser einzigen Ayah hervorgehoben wird, nach der der Muslim streben sollte. Und subhanallah, es gab und es gibt immer wieder Muslime, welche diese Stufe erreichen. Es gibt einen sehr, sehr schönen Hadith diesbezüglich. Und zwar der Hadith von Hanbala, wo der Sahabi Hanbala zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam geht. Und auf dem Weg zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam ruft er die ganze Zeit laut vor sich her, sodass ihn jeder hören kann, wie so ein besessener, verwirrter Mensch. Nafaqa Hanzala, Nafaqa Hanzala. Hanzala ist zu einem Heuchler geworden, Hanzala ist zu einem Heuchler geworden. Wer trifft ihn auf dem Weg zum Propheten? Abu Bakr. Siddiq. Fragt, was erzählst du da, was sagst du da für einen Unsinn? Und dann erklärt er ihm das und sagte zu ihm, immer wenn wir beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam sind, haben wir das Gefühl, wir könnten das Paradies und die Hölle mit unseren Augen sehen. Also wenn er uns vom Paradies erzählt, haben wir das Gefühl, wir können das Paradies sehen. Wenn er uns von der Hölle erzählt, haben wir das Gefühl, wir haben die Hölle vor Augen. Und sobald wir wieder zu unseren Familien zurückkehren, vergeht dieses Bewusstsein, dieses Gefühl. Und Abu Bakr sagt jetzt nicht, oh, das betrifft mich nicht, also kann ich weitergehen. Sondern er sagt, lass uns gemeinsam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehen. Weil ich habe jetzt auch Zweifel bekommen. Ich habe jetzt auch Zweifel bekommen. Subhanallah, so ist ein Mu'min. Ein Mu'min stellt sich immer selbst in Frage. Ein Mu'min denkt niemals, oh, ich habe jetzt den vollkommenen Iman erlangt. Was bin ich für ein super Muslim? Nein, nein, nein. Ein Muslim stellt sich immer in Frage. Was nicht bedeutet, dass ich Zweifel habe oder weiß ich nicht. Nein. Aber ich stelle mich in Frage im Sinne von, bin ich wirklich aufrichtig in meinem Iman? Und sie gehen zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und wie antwortet der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, nachdem er das hört? Weiß jemand? Sehr schöner Hadith, hat mich schon oft gehabt. Wie antwortet der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Ja, Mustafa, du guckst so, als würdest du es wissen. Ja, sa'a sa'a, aber was sagt er davor? Vor dieser sa'a sa'a. Law annakum tadumuna
على الحال التي أنتم عليها عندي. Wenn ihr immer so wäret, wie ihr bei mir seid, in diesem Zustand, لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم. Dann würden euch die Engel einfach so auf der Straße grüßen. Sie würden kommen, so Assalamu alaikum, kommt so Jibril alaihi, Assalamu alaikum, wie geht's dir? Ja? Du bist zu Hause auf deinem Bett und plötzlich kommt ein Engel, Assalamu alaikum. Aber sa'a wa sa'a, eine Stunde so, eine Stunde so. Manche haben es so interpretiert, eine Stunde in der Sünde, eine Stunde im Gehorsam. Nein, nein, nein. Eine Stunde, wo ich richtig krassen Iman habe, eine Stunde, wo ich dann wieder ein Mensch bin, ein normaler Mensch bin, subhanallah. Weil ich bestehe nun mal aus Fleisch und Blut und mein Körper hat auch Ansprüche. Ich kann nicht immer in diesem unglaublich, also hohen geistigen Zustand sein. Funktioniert nicht, ja? Weil mein Körper braucht auch etwas. Dann wäre ich ja auf der Stufe der Engel. Das geht nicht. Aber manchmal klappt das, subhanallah. Sa'a wa sa'a. Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Allah sagt, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sie erlangen was? Vergebung und gewaltigen Lohn. Wie sieht dieser Lohn aus am jüngsten Tag? Schon am jüngsten Tag, bevor die Menschen überhaupt das Paradies betreten werden, werden diese Menschen, die Ehrfurcht hatten gegenüber Allah in dieser Dunya, schon belohnt werden. Wie sieht dieser Lohn aus? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, سَبَعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. Sieben Personengruppen werden am jüngsten Tag im Schatten Allahs stehen. An jenem Tag, an dem es keinen anderen Schatten geben wird, als den Schatten Allahs. Und dann erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mehrere Personengruppen. Und wir wollen sie einfach mal ganz schnell aufzählen und dann die herauspicken, die etwas mit dieser Ayah zu tun haben. Imam al-Adil, ein gerechter Herrscher. شاب نشأ في عبادة ربي, ein Jugendlicher, der in der Anbetung Allahs und in seiner innigen Beziehung zu Allah und seinem Herrn aufwächst. Ja? Hat auch etwas zu tun, er hat Khashya. Eigentlich auch Imam Adil hat Khashya. Er ist sozusagen, hat die Macht in der Hand und trotzdem fürchtet er Allah subhanahu wa ta'ala. Er weiß, dass über ihn noch jemand ist, der ihn zur Rechenschaft ziehen wird. Und dann, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ, und ein Mann oder eine Person, deren Herz an die Moschee gebunden ist. وَرَجُلَانِ تَحَابَ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقُوا عَلَيْهِ, und zwei Personen, die sich für Allah lieben, sich so getroffen haben und sich auch wieder so trennen. Und jetzt kommen die Wichtigen, die damit zu tun haben. وَرَجُلٌ دَعَتْهُمْ رَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. Ein Mann, der von einer Frau verführt wird, die eine hohe Position hat und die sehr hübsch ist. Und er dann aber sagt, ich fürchte Allah. Subhanallah. Und der er dann aber sagt, ich fürchte Allah. Das ist nicht einfach. Das ist die höchste Stufe, Subhanallah, die höchste Stufe überhaupt. Aber ich kann es auch schon jetzt praktizieren, so etwas. Wenn ich beispielsweise nicht draußen bin. Ich weiß, es ist sehr, sehr schwierig, wenn ich draußen bin, meine Blicke senke, weil ich weiß, Allah sieht mich. Allah sagt, يَعْلَمْ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ, erkennt den betrügerischen Blick. Was ist خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ? Die Sahaba haben das interpretiert, indem sie gesagt haben, wenn du mit deinen Brüdern zusammen bist, tust du so, als würdest du wegschauen, aber sobald keiner sieht, guckst du mal so. Keiner hat gesehen, dass du hinterher geguckt hast, aber Allah sieht, dass du hinterher geguckt hast, subhanallah. يَعْلَمْ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ. Und Allah uns festigen, رَبِّ الْعَالَمِينَ. Das ist يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ. Und dann möchte ich noch die letzten zwei von den sieben aufzählen. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمِينُ. Und jemand, der spendet mit seiner Rechten, sodass seine Linke nicht weiß, was seine Rechte gespendet hat. Und dann Nummer sieben, ja, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَضَتْ عَيْنَاهُ. Und eine Person, die Allahs alleine gedenkt und dann anfängt zu feiern. Subhanallah. خَشْيَةُ. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ. Das ist das, wonach wir streben sollten. Und das ist die höchste Stufe, die man überhaupt erreichen kann. Und jetzt, Allah Ta'ala, er hat diese Ayah genannt, aber es hat einen Grund, warum er gerade diese Eigenschaft hervorgehoben hat. Weil nämlich die Muschrikun zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam diese Eigenschaft nicht verinnerlicht hatten. Sie dachten nämlich, ah, wenn wir leise sind, dann wird uns der Gott Muhammad nicht hören. Also flüstern wir und erheben unsere Stimme nicht. Ja? Dann wird schon keiner was mitbekommen. Und daraufhin sagt Allah Ta'ala,
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Haltet eure Worte geheim und äußert sie laut vernehmbar oder äußert sie laut vernehmbar. Gewiss, er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Wie machst du was vor? Und deswegen von Abdullah ibn Abbas wird überliefert, dass er sagte: كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره جبريل. Sie haben immer über den Propheten schlecht gesprochen, woraufhin dann Jibril عليه السلام ihn darüber in Kenntnis gesetzt hat. فقال بعضهم لبعض, einige sagten dann zueinander: أسروا قولكم. Haltet sozusagen eure Stimmen, also seid flüstert zueinander. لئلا يسمع إله محمد, damit der Gott von Mohammed nicht hört. فأنزل الله هذه الآية, woraufhin Allah سبحانه وتعالى dann diese آية herabgesandt hat. Was lernen wir daraus? Was ganz wichtig ist: Allah weiß, was in unseren Herzen ist. Ich kann den Menschen was vormachen, ja. Den Menschen kann ich immer was vormachen. Aber kann ich Allah was vormachen? Allah kennt meine Absicht. Allah weiß, was ich in meinem Herzen trage. Ob es rein ist oder ob es falsch ist. Ob es Neid ist oder ob es wirklich aufrichtig gemeint ist. Allah weiß das. Und Allah Ta'ala, er wird mich auch dafür zur Rechenschaft ziehen, jeden Einzelnen von uns. Und das Schlimme ist, Allah Ta'ala, er wird es mir am jüngsten Tag vorhalten. Die Menschen wissen das vielleicht nicht, sie sehen das nicht. Aber Allah wird es mir vorhalten. Genauso auch, wenn du permanent über andere schlecht redest, sie schlecht machst, vielleicht auch üble Nachrede betreibst oder versuchst, Zwietracht zu stiften. Es mag zwar sein, dass vielleicht die Leute das nicht mitbekommen, dass du das warst, aber Allah subhanahu wa ta'ala, er sieht das. Und er wird es zum Vorschein bringen. Und deswegen, egal ob du das heimlich machst oder im Öffentlichen machst, die Menschen mögen es vielleicht nicht erfahren, aber Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß es. Ja, am jüngsten Tag wird sogar derjenige, der Verrat begangen hat an seiner Religion oder an einer gerechten Angelegenheit, er wird bloßgestellt werden, ala ru'usil khala'iq, vor allen Geschöpfen. Und er wird eine Fahne tragen. Und auf dieser Fahne steht geschrieben, Radir, ein Verräter. Stellt euch das mal vor. Die Leute werden dich angucken am jüngsten Tag und sie sehen diese Fahne in deiner Hand, die du nicht loslassen kannst. Du willst sie loslassen, du musst sie aber auch hochhalten. Und alle sehen, oh, guck mal, das ist derjenige, dem wir vertraut haben. Und er ist ein Kha'in, ein Verräter. La ilaha illallah. Nur Gott uns bewahre, Rabbil Alamin. Deswegen immer daran denken, wenn du irgendwie einem anderen schaden möchtest oder etwas tun möchtest und das heimlich machst, es gibt nichts, das vor Allah geheim bleibt. Allah weiß alles. Nachdem Allah Ta'ala das gesagt hat, sagt er, was sehr wichtig ist, diese Ayah ist sehr schön. Er sagt, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Sollte denn derjenige, der erschaffen hat, nicht Bescheid wissen und er ist der Feinfühlige und Allkundige? Diese Ayah kann man in zweierlei Weise übersetzen. Man kann sie so übersetzen, wie es hier steht. Sollte denn derjenige, der erschaffen hat, nicht Bescheid wissen? Es könnte aber auch übersetzt werden mit den Worten, sollte er denn nicht Bescheid wissen über diejenigen, die er erschaffen hat? Beide Übersetzungen sind richtig und beide Bedeutungen sind richtig. Allah subhanahu wa ta'ala erkennt denjenigen, den er erschaffen hat. Er weiß, wie der Mensch tickt. Und was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass alles, was Allah von mir verlangt, am Ende besser für mich ist. Und dass alles, was Allah ta'ala mir verbietet, er nur verboten hat, weil es schlecht für mich ist. Und deswegen derjenige, der den Weg Allahs geht, der geht einen Weg, der ihm im Diesseits und im Jenseits helfen wird. Aber derjenige, der sich vom Wege Allahs abwendet, der geht einen Weg, der ihm im Diesseits und im Jenseits schaden wird. Allah Ta'ala erkennt dich, er weiß ganz genau, wie du funktionierst, oh Mensch. Und in der ersten Bedeutung, die wir gerade übersetzt haben, sollte denn derjenige, der erschaffen hat, nicht Bescheid wissen? Meinen denn etwa die Menschen, dass Allah Ta'ala über ihr Tun und ihr Handeln nicht Bescheid weiß? Oder dass Allah Ta'ala das vergessen wird? Bei Allah, du vergisst, aber Allah vergisst nicht. Du vergisst, aber Allah vergisst nicht. So ähnlich muss ich es mir in der Dunya vorstellen. Ja? Ich habe manchmal Leute, die sich dann auf einen, weiß ich, auf irgendetwas bewerben, im öffentlichen Dienst. Ja, die haben in ihrer Jugend irgendwelche Blödsinn gebaut.
und haben dann schon einen Eintrag im Strafregister, haben es aber schon völlig vergessen. Und dann plötzlich, ja, haben sie sich beworben, alles, denken, alles ist in Ordnung, dann müssen sie noch dieses erweiterte Führungszeugnis abgeben. Und dann sitzt du da mit den Beamten und sie sagen, ich hatte erst vor neulich so einen Fall, der wurde nicht angenommen bei der Polizei. Ja, ich sag jetzt nicht wer, aber da wurde jemand nicht angenommen, als ich dort beworben. Und dann haben die echt Sachen herausgesucht von vor 20 Jahren. Ich meinte, ich habe das schon völlig vergessen gehabt. Und dann fragen sie nach, warum hast du das denn getan? Und ich meine, wusstest du nicht, dass es Kleinigkeiten, aber wusstest du nicht, dass es falsch ist, etc. Und hat nicht bekommen, wurde nicht angenommen. Das mit der Dunja. Vor 20 Jahren, du hast es völlig vergessen, denkst gar nicht mehr daran. Aber das Register hat es nicht vergessen. Und jetzt stell dir mal vor, du stehst vor Allah. Und alles wird dir vorgehalten. Bis ins kleinste Detail. Und dann fängst du an zu verleugnen und sagst, nee, nein, das habe ich doch gar nicht getan. Und dann kommen plötzlich Zeugen. Die Engel bezeugen. Die Erde bezeugt, auf der du das gemacht hast. Deine Hand fängt an zu bezeugen. Deine Haut fängt an zu reden. Was willst du denn noch sagen? Und dann siehst du es vielleicht noch direkt vor dir. Du siehst dich vielleicht selbst in einem Video. Ja, das ist dein Buch. Ja, lies dein Buch. Und das Buch müssen wir uns nicht vorstellen wie ein Buch hier, was wir lesen. Vielleicht ist es ein Buch in Form eines Allahu A'lam, ja, wo du nochmal selbst drin bist. Und dich selbst siehst, wie du das Ganze durchgehst. Und du schämst dich. Allah ya'lamu ma khalaq. Weiß nicht derjenige, der erschaffen hat. Wa huwa al-latif. Und der Name al-latif ist ein ganz besonderer Name. Hier übersetzt als der Feinfühlige. Und al-latif hat zwei Bedeutungen. Al-latif hat die Bedeutung, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Feinheiten der Angelegenheiten und ihre Verborgenheiten kennt. Also wirklich bis ins kleinste Detail, Allahs Wissen ist nicht, wie es einige auch muslimische Philosophen behauptet haben, ein grobes Wissen, wo Allah Ta'ala nur die groben Zusammenhänge kennt. Nein, Allah Subhanahu wa Ta'ala kennt die Dinge bis ins kleinste Detail. Ich meine, Allah Ta'ala, er sagt im Koran, es gibt kein Blatt, was vom Baum fällt, außer dass Allah es kennt. Wie viele Milliarden und Abermilliarden Blätter fallen tagtäglich von den Bäumen? Es gibt kein Blatt, was vom Baum fällt, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass es herabgefallen ist. Kann man sich das vorstellen? Man kann sich das nicht vorstellen. Aber es ist so. Es ist von Allah so programmiert worden. Ich meine, wenn ich ein Spiel habe, gucken wir uns mal heute diese ganzen Spiele an, die sehr, sehr weit entwickelt sind. Wenn es da irgendwie einen Fehler gibt im Spiel, ein Code nicht richtig sozusagen programmiert wurde oder wie auch immer, was passiert dann? Dann springt das Spiel, oder? Das heißt, jede einzelne Bewegung in einem Computerspiel wurde bis ins kleinste Detail programmiert. Natürlich kennt das keiner auswendig, aber es gibt irgendjemand, der da dran gesessen hat oder ein ganzes Team von Hunderten von Menschen, die da drin sitzen, ja, und jedes kleinste Detail dieses Spiels programmieren. Und Allah Ta'ala, er hat all dies programmiert. Und Allah Ta'ala ist der Einzige, der das programmiert hat. Und er weiß Bescheid über jedes einzelne Blatt, über jeden einzelnen Tropfen, der vom Himmel fällt, über jeden einzelnen Gedanken, den du hast. Er könnte nicht entstehen, wenn Allah Ta'ala es nicht für dich programmiert hätte. Was nicht bedeutet, dass Allah dich zwingt. Nein, er weiß es nur, dass du es tust. Und er erschafft es für dich. Weil könntest du denken, wenn Allah es nicht für dich erschaffen hätte, das denken? Könntest du nicht, oder? Und dementsprechend keine Bewegung, die du tust, so klein sie auch sein mag, kann geschehen, ohne dass Allah Ta'ala es vorher für dich programmiert hätte. Ohne jedoch dich zu beeinflussen. Das ist ähnlich wie im Computerspiel. Computerspiel, ja, du hast mehrere Optionen. Ich kenne mich gar nicht aus, ja, aber hier gibt es ja Leute, vielleicht haben hier einige Leute, die hier auch Spiele programmieren. Ja, wir wissen ja, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Kampfspiel spiele oder irgendetwas, ja, obwohl alles programmiert ist, als Spieler habe ich bestimmte Optionen, oder? Ist hier irgendwie ein Spieldesigner oder so? Du kennst dich doch aus mit solchen Sachen, oder Mustafa? So ein bisschen, ja? Ist alles diese Option, die ich auswählen kann, oder? Subhanallah. Man muss sich das wirklich vorstellen, ja? Ich habe Optionen, die ich wählen kann. Ich befinde mich in diesem Spiel, aber ich habe Optionen. Und dementsprechend kann ich verlieren, kann ich gewinnen. Erfolgreich sein, nicht erfolgreich sein. Subhanallah. Al-Latif. الذي يعلم دقائق الأمور وخفاياها der die Feinheiten der Dinge kennt وما في الضمائر والصدور und was in dir, in deiner Brust ist, in dir selbst ist, das ist die erste Bedeutung. Und die zweite Bedeutung von Al-Latif ist
أن الله تعالى يحسن إلى عباده من حيث لا يحتسبون. يا سلام. Die zweite Bedeutung ist, dass Allah Ta'ala seinen Dienern und seinen Geschöpfen etwas Gutes tut, wo sie es vielleicht gar nicht erwarten und gar nicht darüber nachdenken, dass es von Allah kommen könnte. Und deswegen, im Arabischen sagt man Insan Latif. Was bedeutet das? Was sagt man über einen Insan Latif? Was heißt das auf Deutsch? Insan Latif. Was bedeutet Insan Latif? Also Insan Latif, ja. Was? Feinfühliger Mensch, ja. Der achtet so auf die Kleinigkeit, ne? Der achtet so auf die Einzelheiten, ja? Die andere vielleicht nicht berücksichtigen würden, aber der sozusagen feinfühlig, nimmt auf die Gefühle des anderen Acht, etc. Und genau das ist Allah subhanahu. Und versucht damit dem Menschen etwas Gutes zu machen. Das ist was? Al-Latif, ya salam. Allah weiß nicht über Bescheid über die Einzelheiten, sondern er hat auch all damit etwas Gutes für uns bezweckt. Wa huwa al-Latif al-Khabir. Und er ist der Feinfühlige, Allkundige. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala das jetzt erwähnt hat, und das kommt jetzt immer wieder in dieser Sura, ja, so ein Wechsel zwischen Androhung und gleichzeitig auch das Vorhalten von Gnaden. Ja, das Vorhalten von Gnaden, das geht auch aus diesen beiden Namen hervor. Al-Latif, der alles weiß, aber damit was Gutes möchte. Und Al-Khalil, der ganz genau weiß, was wir tun und uns dafür auch zur Rechenschaft ziehen wird. Und beides sozusagen geht auf diese beiden Namen zurück, subhanallah. Einmal, dass Allah uns seine Gnaden vorhält, Al-Latif. Und gleichzeitig, dass er uns aber auch warnt, Al-Khalil, er weiß, was wir tun. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala jetzt was? هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Er ist es, der euch die Erde fügsam gemacht hat. So geht auf ihrem Rücken einher und esst von dem, womit er euch versorgt. Und zu ihm wird die Auferstehung sein. Ah, wieder. Beides wird miteinander verbunden. Subhanallah. Ja, die Erde ist für euch da, Al-Latif. Und gleichzeitig, wir werden auferstehen. Al-Khabir, er weiß, was ihr getan habt. Und er wird euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Also seid gewarnt. Seid gewarnt. Er wird euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Was können wir aus dieser Ayah entnehmen? Sehr, sehr viele Dinge. Zunächst erst einmal was ganz, ganz Wichtiges. Nämlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Erde zur Verfügung gestellt hat und er hat sie Dhalul gemacht. Was heißt Dhalul? Fügsam. Stellt euch mal vor, auf der Erde, mashallah. Auf der Erde, ägyptisch, ich verspüre ägyptischen Duft, mashallah. Stellt euch mal vor, auf der Erde, gäbe es noch wie vor, weiß ich nicht, ja, Millionen Jahren, wie es die Wissenschaftler sagen, noch, weiß ich nicht, die Erdkruste ist noch nicht fest und überall Erdbeben und Dinosaurier, weiß ich nicht, was könnten wir auf der Erde leben? Könnten wir auf der Erde nicht leben? Subhanallah. Aber Allah Ta'ala hat die Erde für uns vorbereitet, sie fügsam gemacht, sodass wir auf ihr Leben können, ein schönes Leben führen können. Und wir sollen das nutzen. Was können wir ebenfalls daraus ziehen? Und zwar, wie es die Gelehrten gesagt haben, al-aslu fil ashya' al-ibah. Der Grundsatz bei den weltlichen Angelegenheiten ist, dass sie erst einmal erlaubt sind. Allah hat es uns zur Verfügung gestellt, damit wir es nutzen. Der Islam ist keine Religion, die gekommen ist, um den Menschen das Leben einzuengen, um alles zu verbieten. Nein. Um den Spaß zu verbieten, um den Genuss zu verbieten. Ganz im Gegenteil. Huwa alladhi sakhara lakum ma fil ardi jami'a. Er hat euch alles, was auf dieser Erde ist, zu Diensten gemacht. Guck mal, Allah ist so barmherzig, dass wir Nutztiere haben, von deren Fleisch wir essen dürfen, deren Häute wir benutzen dürfen. Subhanallah. Ich meine, Allah hätte es auch verbieten können, oder? Dass wir das nutzen. Genauso wie mit dem Schwein. Er hätte es verbieten können. Aber Allah erlaubt uns, Lebewesen, die er erschaffen hat, zu töten für unseren Nutzen. Was für eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Tiere sind teilweise viel kräftiger als wir sind. Und trotzdem Allah subhanahu wa ta'ala hat uns sie zu Nutzen gemacht, dass wir von ihnen profitieren können. Und deswegen, al-aslu fil ashya' al-ibah, erst einmal grundsätzlich ist alles erlaubt, was Allah subhanahu wa ta'ala für uns erschaffen, außer die Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala grundsätzlich verboten hat. Ebenfalls etwas, was wir aus dieser Ayah entnehmen können, was im Übrigen auch Imam An-Nawawi, subhanallah, ja schon, guck mal, vor hunderten von Jahren, Imam An-Nawawi, er schreibt über diese Ayah, Inna ala al-Ummati al-Islamiyyati an ta'amala ala istithmari wa intaji kulli hajati hatta al-Ibra li tastagniya an ghayriha. Ja, salam, was für Worte. Guck mal, wie weitsichtig schon ja, die Imame vor hunderten von Jahren gewesen sind. Etwas, was wir heutzutage eigentlich wirklich brauchen und was auch der Grund dafür ist, dass wir als Muslime so schwach sind. Und zwar sagt er,
Allah Ta'ala erfordert uns in dieser Ayah auf, dass wir umhergehen sollen auf der Erde und uns sozusagen um die Versorgung kümmern sollen. Und er sagt jetzt, und er nimmt aus dieser Ayah Folgendes, dass die Umme des Islams, dass die muslimische Gemeinschaft die Verpflichtung hat, dass sie alles nutzt und alles selbst produziert, was Allah subhanahu wa ta'ala ihr zur Verfügung gestellt hat, selbst wenn es nur eine Nadel sein sollte. Warum? Damit sie nicht abhängig ist von anderen. Subhanallah. Damit sie nicht abhängig ist von anderen. Heutzutage die großen Industriestaaten, warum sind sie so fortschrittlich, warum haben sie so viel Einfluss? Weil sie alles selbst produzieren. Wir sehen sogar in Europa heutzutage, wie gefährlich es ist, abhängig zu sein von anderen Staaten. Wir sehen es gerade in der jetzigen aktuellen Krise. Und das Europa, obwohl Europa ja, zur ersten Welt gehört, ja, die reiche Welt, und trotzdem sehen wir, wozu Abhängigkeit führen kann. Und jetzt schauen wir uns mal die islamische Welt an, wie abhängig wir sind. Extrem abhängig. Und deswegen kann man mit uns tun und lassen, was man möchte. Keiner respektiert uns. Warum? Weil die Menschen respektieren nur diejenigen, die stark sind. Das ist einfach so. Die Menschen respektieren nur diejenigen, die stark sind. Die nicht stark sind, die Schwachen, die werden nicht respektiert, auf die tritt man. Das ist leider so, das ist nun mal die Tatsache, gerade im Bereich der Politik, so ist das nun mal. Ja, wenn es um Staaten geht, um Politik geht, ja, da haben nur diejenigen etwas zu sagen, die stark sind. Und deswegen etwas sehr Wichtiges, wonach wir streben sollten als Muslime, ist was? Auf Ebene der Umme, dass wir unabhängig sind, dass wir versuchen selbst zu produzieren, das zu nutzen, was Allah subhanahu wa ta'ala uns zur Verfügung gestellt hat. Und auf individueller Ebene lernen wir daraus was? Ich sollte als Muslim versuchen, unabhängig zu sein. Mach dich nicht abhängig, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was hat er gesagt? Er hat gesagt, der Stolz des Mu'mins liegt worin? Istighna'uhu 'ala an-nas, dass er auf Menschen nicht angewiesen ist. Das ist der Stolz des Mu'mins. Dass ich derjenige sein kann, der gibt und nicht derjenige, der nimmt. Sei du die gebende Hand und nicht die nehmende Hand. Immer. Mach dir das zu einem Lebensmotto. Sei du die gebende Hand. Ja, es gibt viele, die immer nur nehmen. Okay, lass dir das tun. Aber ich will nicht derjenige sein. Ich möchte derjenige sein, der immer gibt. Ich möchte niemals meine Hand ausstrecken. Ich als junger Mann möchte nicht zu meinem Vater gehen, zu meiner Mutter gehen und sagen, hilf mir mal. Nein, ich kann auf meinen eigenen Beinen stehen. Ich kann mich um mich selbst kümmern. Ich bin derjenige, der, wenn er ein bestimmtes Alter erreicht hat, versucht, ja, seine Familie zu unterstützen und nicht umgekehrt. Es ist nicht alt, wenn man die Unterstützung seiner Familie annimmt. Das will ich nicht damit sagen. Ich sage nur, was das Ideal ist, wo wir hin sollten. Natürlich, Alhamdulillah, ist es schön, wenn man eine Familie hat, die sich um einen kümmert, die einen unterstützt. Das ist auch völlig in Ordnung, das anzunehmen. Ich sage gar nicht, dass es falsch ist. Ich sage nur, ja, wohin ich als Muslim gehen sollte und was mein Ideal sein sollte. Und wonach ich streben sollte. Und jetzt, ja, geht Allah subhanahu wa ta'ala über direkt zum Tahdid, zu einer Warnung. Ja? Es kommen mehrere Ayat, in denen Allah subhanahu wa ta'ala die Mushrikun warnt, dem er sagt, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ. Glaubt ihr, in Sicherheit davor zu sein, dass wer im Himmel ist, die Erde mit euch versinken lässt, sodass sie sich dann hin und her bewegt? Und dieses Wer im Himmel ist, damit ist Allah gemeint. Und es gibt jetzt lange Diskussionen darüber unter den Gelehrten, wie diese Ayah zu interpretieren ist. Ist damit Allah selbst gemeint, dass ich sage, Allah ist im Himmel, aber ich vergleiche Allah subhanahu wa ta'ala nicht mit seinen Geschöpfen und ich weiß nicht, wie er im Himmel ist? Oder ist, wie es einige andere Gelehrte gesagt haben, damit gemeint, dass die Angelegenheit Allahs im Himmel ist? Oder dass Allah subhanahu wa ta'ala über den Himmel erhaben ist und somit seine Macht zum Ausdruck bringen möchte? Beides sind Wege, die wir finden in der islamischen Aqide. Die As-Salaf, das heißt die Altvorderen unter den Gelehrten, die ersten Generationen, haben das nicht uminterpretiert. Sie haben einfach gesagt, Allah ist damit gemeint, ohne dass wir Allah eine Richtung zuweisen und wir wissen nicht, wie er im Himmel ist. Aber wir akzeptieren die Ayah so, wie sie ist, ohne sie uminterpretieren. Die Khalaf, das heißt die späteren Theologen, von den Maturidiyya und den Ash'ari, das sind zwei Theologieschulen, haben gesagt, nein, wir müssen das uminterpretieren. Indem wir sagen, damit ist nicht Allah gemeint, sondern damit ist die Angelegenheit Allahs gemeint, die im Himmel ist. Ja? Dass wir das einfach nur mal auch
sehen, ja, wie es unterschiedliche Zugänge zum Koran gibt. Und Allah Ta'ala, er warnt jetzt die Mekkaner und er sagt ihnen, seid ihr etwa sicher davon, dass Allah euch nicht in der Erde versinken lässt, sodass sie sich dann hin und her bewegt, dass er sozusagen die Erde mit euch versinken lässt, sodass sie sich dann hin und her bewegt, dann die zweite Warnung. Am amintum man fis sama, oder glaubt ihr euch in Sicherheit davor, dass wer im Himmel ist, an yursila alaykum hasiba, gegen euch einen Sturm von Steinchen sendet, fasata'lamuna kayfa nadhir, dann werdet ihr noch erfahren, wie meine Warnung ist. Und dann kommt ein Beispiel aus der Vergangenheit. وَلَقَدَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Auch diejenigen, die vor ihnen waren, haben bereits die Gesandten der Lüge erklärt, bezichtigt. Wie war da meine Missbilligung? Meine Missbilligung. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, in diesem Abschnitt warnt er die Mekkaner, um ihnen aufzuzeigen, dass ihr Handeln Konsequenzen hat. Und jetzt, nachdem er das getan hat, geht er noch einmal auf was ein? Geht er noch einmal auf eine Gnade ein? Immer wieder diese Abwechslung zwischen Gnade und zwischen Warnung. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. Sehen Sie denn nicht auf die Vögel über ihnen, wie sie ihre Flügel ausgebreitet halten und einziehen? مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. Nur der Allerbarme hält sie. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ. Gewiss, er sieht alles wohl. Ja, noch einmal hier ein Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala. Dinge, die wir für selbstverständlich halten, die aber alles andere als selbstverständlich sind. Das ist einfach so, ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala in den Himmel fliegen kann. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat es erschaffen und Allah ta'ala, er will uns noch einmal aufzeigen, wie riesig seine Gnade ist und dass er der Al-Erbarmer ist und dass er alles sieht. Und jetzt geht die Warnung weiter. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Oder wer ist denn dieser, der euch eine Herrscher wäre, die euch helfen sollte, außer dem Al-Erbarmer? Die Ungläubigen befinden sich nur im Druck. Interessant. Ist eine Sache, die euch vielleicht aufgefallen ist. Allah Ta'ala erwähnt in dieser Sura immer wieder einen Namen. Welcher Name ist das? Einen von seinen Namen. Ar-Rahman. Subhanallah. Sehr, sehr interessant. Immer wieder Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ja? Um nochmal hervorzuheben, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala eigentlich die Barmherzigkeit für alle möchte. Und dass alles, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, eine Barmherzigkeit für alle Menschen ist, ob sie glauben oder ob sie nicht glauben. Wir leben im Grunde genommen in der Barmherzigkeit Allahs. Aber ganz wichtig, Rahman ist ja die Barmherzigkeit in der Dunya für alle Menschen, die allgemeine Barmherzigkeit. Aber Ar-Rahim ist die Barmherzigkeit für wen? Für wen ist Ar-Rahim die Barmherzigkeit? Also Ar-Rahman für alle und Ar-Rahim nur für die Mu'minin im jüngsten Tag. Subhanallah. Allah Ta'ala spricht immer wieder hier in diesem Kontext, ja, über Ar-Rahman, das mit Barmherzigkeit alles umfasst. Ja. Und das ist auch so. Auch der Käfer lebt in der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Dunya. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوض ما سقى الكافر منها شربة ماء. Würde diese Dunya auch nur so viel wert sein, wie der Flügel einer Mücke, hätte er einem Käfer nicht einmal einen Schluck Wasser gewährt. Aber alle leben in der Barmherzigkeit Allahs in dieser Dunya. Aber im Akhirah ist diese Barmherzigkeit ausschließlich auf wen bezogen? Auf die Gläubigen. Ja, und wieder diese Androhung. Kann euch irgendjemand helfen gegen Allah, dem Allerbarmer? Nein. Die Ungläubigen, ja, sie sind überheblich. Sie leben nur im Trug. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلَّجُّ فِي عُتُوٍ وَنُفُورٍ. Oder wer ist denn dieser, der euch versorgen sollte, wenn er seine Versorgung zurückhält? Aber nein, sie fahren weiter in Auflehnung und Abneigung. Sehr wichtig. Gerade auch für uns Muslime heutzutage. Unglaublich wichtig. Allah ist Ar-Razaq, nicht die Menschen. Wenn Allah Ta'ala den Rizq zurückhält, kann sich keiner versorgen. Wenn Allah Subhanahu wa Ta'ala den Rizq, die Versorgung gibt, kann sie keiner von dir zurückhalten. Was bedeutet das für mich als Muslim? Dass ich mein gesamtes Vertrauen in wen lege? In Allah. Niemals in einen Menschen. Natürlich, es gibt bestimmte Asbab-Mittel, die ich anwenden muss, damit ich zu meinem Rizq, meiner Versorgung gelange, gar keine Frage. Aber ich glaube niemals als Muslim, dass ein Mensch oder dieses Mittel, was ich anwende, mich versorgt. Nein. Es ist immer Allah, der mich versorgt. Und wenn Allah Ta'ala für mich Versorgung vorgesehen hat, dann werde ich sie bekommen, egal ob über dieses Mittel
oder über ein anderes Mittel. Wozu führt das? Dass ich als Muslim niemals auf Haram zurückgreife, wenn ich das verinnerlicht habe. Ich werde niemals zulassen, dass ich nur, damit ich ein bisschen mehr Geld verdiene, etwas tue, was Allah verboten hat. Ich werde niemals zulassen, dass mir jemand verbietet zu beten und sagt, wenn du betest, dann verlierst du deinen Job. Ja, und deswegen höre ich oft zu beten, ja, und vernachlässige meine Gebete, ja, weil mein Arbeitgeber das so möchte von mir. Werde ich nicht tun. Warum? Weil ich weiß, dieser Mensch, der wird genauso versorgt von Allah, wie ich versorgt werde. Und er ist nicht derjenige, der mich versorgt, sondern Allah ist es. Er ist höchstens, wenn überhaupt, ein Mittel. Und wenn Allah mich versorgen möchte, dann tauscht er dieses Mittel aus. Und das ist das, was ich verinnerlichen muss als Muslim. Immer wieder. Der Shaitan kommt, ja, mal werde ich schwach, aber am Ende erinnere ich mich als Muslim immer wieder daran. بَلَّجُّ فِي عُتُوٍ وَنُفُورٍ. Sie fahren weiter in Auflehnung und Abneigung. Ja, sie denken, sie seien diejenigen, die in irgendeiner Weise sich selbst versorgen würden. Und jetzt stellt Allah Ta'ala eine wichtige Frage, eine rhetorische Frage. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Sag, achso, nee, ist denn jemand, der auf sein Gesicht gestürzt einhergeht, eher rechtgeleitet oder jemand, der aufrecht auf einem geraden Weg einhergeht? Ja, Salam, was für ein Vergleich. Allah Subhanahu wa Ta'ala, er vergleicht jetzt hier die Gläubigen und die Ungläubigen. Und er zeigt auf, derjenige, der glaubt, der läuft mit erhobenem Haupt auf einem geraden Weg. Weil dieser gerade Weg, den Allah Subhanahu wa Ta'ala für ihn vorgezeichnet hat, er lässt ihn dann auch so laufen, sodass er nicht vom Weg abkommt. Sowohl in der Dunya als auch im Akhirah. Aber derjenige, der vom geraden Weg abkommt, der ist so, als würde er auf sein Gesicht gestürzt umhergehen. Und das sowohl in der Dunya auch als im Akhirah. Was ist damit gemeint, auf das Gesicht gestürzt? Mit anderen Worten, ja, es ist jemand, der keine Orientierung hat, der nicht weiß, was er wirklich tun soll, der nicht weiß, wie er sich bewegen soll, der nicht weiß, was richtig, was falsch ist. Mal macht er das, mal macht er das andere. Und genauso auch am jüngsten Tag wird das geschehen. Am jüngsten Tag werden diejenigen, welche vom richtigen Weg abgekommen sind, wie es dann auch überliefert wird und auch vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wird, ja, sie werden auf ihren Gesichtern laufen und sie werden auf ihren Gesichtern, wal'iyadu billah, ins Höllenfeuer gezogen. Und Abdullah ibn Abbas, nee, genau, Anas ibn Malik, ja, er fragte den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ja Rasulallah, kayfa yuhsharu an-nasu ala wujuhihim, o Gesandter Allahs, wie werden denn die Menschen auf ihren Gesichtern auferstehen werden? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, alaysa alladhi amshahum ala arjulihim qadiran ala an yumshiyahum ala wujuhihim. Ist er nicht derjenige, der sie auf ihren Füßen hat gehen lassen, auch in der Lage, sie auf ihren Gesichtern gehen zu lassen? Also es ist wirklich wortwörtlich zu verstehen. Am jüngsten Tag werden sie auf ihren Gesichtern gehen, weil sie nicht genutzt haben, weil sie nicht das genutzt haben, was in ihrem Gesicht ist an Sinnesorganen. Sie haben ihren Verstand nicht genutzt, sie haben ihre Augen nicht genutzt, sie haben ihre Ohren nicht genutzt. Und deswegen Allah Ta'ala in der nächsten Aya spricht er genau darüber. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Sag, er ist es, der euch hat entstehen lassen und euch Gehör, Augenlicht und Herz gemacht hat. Wie wenig ihr dankbar seid. Ja, Salam. Allah Ta'ala, er hat euch diese Dinge gegeben, aber ihr nutzt sie nicht. Er hat euch Augenlicht gegeben, aber ihr seht nicht. Er hat euch Ohren gegeben, mit denen ihr hören könnt, aber ihr habt sie nicht genutzt, um zu hören. Er hat euch ein Herz gegeben, und mit dem Herz ist hier was gemeint? Der Verstand, ja, für den Iman. Ja, und ihr habt euren Verstand nicht genutzt. Und dementsprechend wird euch Allah Subhanahu wa Ta'ala am jüngsten Tag dann auf euren Gesichtern laufen lassen. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Sag, er ist es, der euch auf der Erde an Zahl hat anwachsen lassen, und zu ihm werdet ihr versammelt werden. Genauso wie ihr auf die Erde gekommen seid, werdet ihr auch am jüngsten Tag auferstehen. Und jetzt kommt der letzte Abschnitt, und
Ich überlege jetzt, ob wir das jetzt noch machen sollen oder ob wir das dann inshallah nächste Woche, wir versuchen das jetzt abzuschließen, die Sura bi'iznillah azza wa jal. Ja, jetzt kommt sozusagen noch einmal eine Frage, die 6-mal insgesamt im Koran vorkommt. Und zwar, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Und sie sagen, wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid? 6-mal kommt diese Ayah vor. 6-mal, an verschiedenen Stellen. Der Koran, er spricht mit ihnen, er zeigt ihnen die ganzen Zeichen auf die Existenz Allahs hindeuten, dass es einen jüngsten Tag geben wird. Und sie machen sich lustig und fragen einfach nur, wann soll das denn sein? Und jetzt antwortet Allah subhanahu wa ta'ala, ja, قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Sag, nur Allah weiß darüber Bescheid und ich bin nur ein deutlicher Warner. Es ist nicht meine Aufgabe, euch zu sagen, wann das sein wird, weil ich es selbst nicht weiß. مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِعَلَمَ مِنَ السَّائِلِ. Der Gefragte in dem Hadith von Jibril, wo Jibril a.s. dem Propheten fragte, wann ist die Stunde? Ja, er antwortete, der Gefragte, also der Prophet s.a.w. weiß nicht besser Bescheid als der Fragende, als Jibril a.s. Und das ist auch völlig unwichtig. Es kommt nicht darauf an, wann die Stunde ist. Und es kommt darauf an, was du für die Stunde vorbereitet hast. Was hast du für die Stunde vorbereitet? Bist du bereit, jetzt zu Allah zurückzukehren? Oder bist du nicht bereit? Das ist die wichtige Frage. Ja? Und jetzt, ganz am Ende, das sind jetzt die letzten 4 oder 5 Ayat, die letzten 4 Ayat, zeigt Allah subhanahu wa ta'ala noch einmal auf, dass diese Strafe, die ihnen angedroht wurde, sehr, sehr nahe ist. Auch wenn sie in den Augen der Menschen weit ist. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Wenn sie es aber nahe bei sich sehen, dann werden die Gesichter derjenigen, die ungläubig sind, böse betroffen sein. Und es wird gesagt werden, das ist das, was ihr stets herbeizurufen wünschtet. Also mit anderen Worten, ihr habt immer gesagt, komm, doch, bestraf uns doch, gib uns doch die Strafe, die du uns angedroht hast. Und jetzt ist es genau eingetroffen. Und jetzt kommen die letzten 3 Ayat, in denen Allah subhanahu wa ta'ala von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam noch einmal verlangt, auf die Mushrikun zu antworten. Qul, sprich, أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِيمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِي مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Sagt, was meint ihr, wenn Allah mich und wer mit mir ist vernichten oder er sich unser erbarmen sollte, wer wird dann den Ungläubigen Schutz vor schmerzhafter Strafe gewähren? Sie haben immer wieder Dua gemacht gegen den Propheten, möge Allah ta'ala ihn vernichten, haben gegen ihn gehetzt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam soll ihnen sagen, ja, ob wir jetzt sozusagen ja, sterben oder ob Allah ta'ala sich unsere erbarmt. Wer wird euch aber vor einer schmerzhaften Strafe schützen? Eine rhetorische Frage an die Götzendiener. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا. Sprich, also sag zu ihnen, O Muhammad, er ist der Allerbarmer. Wir glauben an ihn und auf ihn verlassen wir uns. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Ihr werdet noch erfahren, wer sich im deutlichen Irrtum befindet. Ihr werdet das noch sehen. Und jetzt kommt die letzte Ehe, ja, in der noch einmal angedroht wird, ja, was sogar in dieser Dunya an Strafe schon geschehen kann. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا. Sag, was meint ihr, wenn euer Wasser versickert sein wird, sollte? فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Wer sollte euch dann hervorquellendes Wasser bringen? Und hier schließt Allah subhanahu wa ta'ala diese Sura ab mit der Androhung einer Strafe in der Dunya, dass nur Allah derjenige ist, der ihnen Versorgung bringen kann, aber auch gleichzeitig, wo? Im Akhira. Weil wenn ich kein Wasser im Akhira habe, was bedeutet das? Das bedeutet, ich werde dursten. Und das Gegenteil von Wasser ist was? Ist Feuer. Die Strafe des Höllenfeuers. Sowohl in der Dunya als auch im Akhira. Ja, also wir sehen eine harte Sura, die hart ins Gericht geht und ins Gefecht geht mit den Götzendienern, welche versucht, ihnen die Augen zu öffnen und welche dann sogar mit einer Androhung dann endet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und schützen und uns festigen auf diesem Weg und uns zu jenen gehören lassen, welche am geraden Weg festhalten, mit erhobenem Haupt auf diesem geraden Weg schreiten, bis sie zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Und möge Allah ta'ala uns zu jenen gehören lassen, welche, wie es Allah ta'ala hier in dieser Sura gesagt hat, die besten Taten in ihrem Leben vollziehen, die aufrichtigsten Taten und die korrektesten Taten. Und möge Allah ta'ala uns unsere Sünden vergeben und uns zu jenen gehören lassen, welche ihren Herrn im Verborgenen fürchten. Amin, amin, amin. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan für eure Aufmerksamkeit.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.